Es war der erste richtig große Jubel beim FFC in dieser Saison. Frankfurt zum 12. Mal im Pokalfinale, dank ihrer großen Heldin Desiree Schumann. Die 22-jährige Torfrau parierte im Halbfinale gegen Duisburg im Elfmeterschießen gleich zweimal. Ihr ganz persönlicher Höhepunkt, seit sie beim FFC ist. Ja, es ist natürlich ein überragendes Gefühl. Also was soll man sagen? Es macht mich unglaublich glücklich, in dieser Mannschaft spielen zu dürfen. Und ich bin stolz auf meine Mannschaft. Die hat sich hier reingehauen. Es war ein richtiger Pokalfight und es ist natürlich ein geiles Ende gewesen für mich persönlich auch. Dabei war sie eigentlich nur der Ersatz für die frisch am Knie operierte Nummer 1 Nadine Angara, die ihr vor dem Elfmeterschießen noch ein paar Tipps gab. Der erste große Schritt in dieser Saison, nachdem der Rekordpokalgewinner in der Bundesliga hinter Potsdam, Wolfsburg und Duisburg derzeit nur auf Platz 4 liegt. In der Champions League geht es erst noch um den Einzug ins Finale. Da freut man sich zumindest schon mal an einem Titelgewinn ganz nah dran zu sein. Ja, natürlich ist man glücklich, nach Köln zu fahren. Das ist ein Spiel, wo wirklich die Zuschauer kommen für den Frauenfußball. Ich denke, wir haben es uns letztendlich auch verdient. Wir haben die drei Top-Mannschaften im Pokal alle zu Hause gehabt. Aber wir machen uns das momentan alles sehr, sehr schwer. Und wir gehen wahrscheinlich dieses Jahr den richtig schweren Weg, um zum Erfolg zu kommen. Und da werden noch einige Spiele auf uns zukommen. Wie diesen Mittwoch das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen und vor allem am Sonntag das Champions-League-Halbfinal-Hinspiel in London gegen Arsenal. Verzichten müssen die Frankfurterinnen dabei auf Jennifer Marochan, die sich gegen Duisburg das linke Sprunggelenk verstaucht hat. Zudem wird gegen Arsenal Saskia Batusiak gesperrt fehlen. Einen Respektvorschuss gibt es aber schon mal von der unterlegenen deutschen Konkurrenz. Ich denke mal in der Champions League, da werden sie sich durchsetzen, da bin ich von überzeugt. Wir haben ja auch in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die deutschen Mannschaften immer sehr gut vertreten waren, in der Regel immer im Finale dann auch aufgetreten sind. Und ich denke mal, das werden die Frankfurter mit ihrer Qualität natürlich auch schaffen. Vielleicht trifft man ja wieder auf Potsdam, deutsches Duell, muss man einfach mal sehen. Und die Pokalheldinnen selbst haben sich natürlich viel vorgenommen. Zunächst einmal für diese Woche. Auf jeden Fall Siege natürlich. Also wir wollen gewinnen, wir wollen uns in Arsenal vor allem eine gute Ausgangslage verschaffen fürs Rückspiel. Ja, unter der Woche auch natürlich gewinnen für die Meisterschaft und ja, ist alles drin gerade. Auch in allen drei Wettbewerben noch. Ja, na sicherlich. Also ich wäre kein Sportler, wenn ich sagen würde, ist es mir egal. Natürlich. Am 12. Mai geht es für den Pokaltitelverteidiger auf jeden Fall im Kölner Finale gegen den FC Bayern. Und vielleicht winkt dann auch 5 Tage später das Champions League-Finale in München.